So, da sind wir wieder beim Lichterbauen. Beim Ja? Ja. Na, guck, es ging ja auf. Oh, guck. Oh. Dann kannst du es auf der anderen Seite machen. Okay. Während ich das hier abreiße und schon mal anfange. Ja, mach ich's aber von da. Es werde war nicht... War alle drei Kästchen, oder? Zwei Zäune also, immer dazwischen. Ja, okay. Oh Gott, Alter. Die Vanilla-Minecraft-Musik läuft hier gerade. Vanille? Vanille. So, und dann wär's hier. Ja, okay, passt. Premium. So. Ah ja, und hier vorne sollten wir es auch noch machen, vielleicht. Fast. Ach so. Ja. Was ist der Weg hier zum Turm? Dieser normale Stein einfach. Ja, würde passen, oder? Okay. So, jetzt können wir hier 1 Million Orangenbäume pflanzen. Endlich. Hurra. Ta-da-da-da. Das überleuchtete Feld. Es ist fertig. Sieht ganz lustig aus. So. Also sammeln sich trotzdem immer noch 50 von diesen komischen Wolken. Ja, machst du nix, wa? Ja, gut. Die wohnen da halt. Ja. Nachbarn. Kann man sich nicht aussuchen. Du gehst immer durch dein Haus und ich geh mal durch die Garage. Ich bin gerade für Cheaten sogar. Was? Ja, dass wir mehr von diesen Carved Stones haben. Die man ja eigentlich abbaut, sobald man mit dem Dungeon fertig ist, aber es geht ja nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Game Mode 1. Boah, oh. Live cheaten. Boah. Nee, ist vorbei. Boah, die hören gar nicht mehr auf, da fallen unendlich viele aus mir raus. Was ist denn da los? Okay. Ja, Barke. Ja, ein Cheat. Verzeiht diesen einen Cheat. Aber Zombie kann doch nicht ohne Cheaten spielen, er kennt mich. So. Lassen wir mal weiter nach hinten ein. Huch, mein ganzes Inventar ist voll. Schlingel, ich brauche deine Schaufel in der Hand. Eine Schaufel in der Hand? Mhm. Was? Wo? Where? Hier, wo ich baue. Warum? Weil die Erde mich hier stört, die hier genau am Turm hängt. Genau dieses kleine Stückchen, wo der Stein hin ist. Und dann auch, wo du drauf stehst. Perfekt. Tada! So. Der geht jetzt direkt in die Brücke rein, ne? Eta. Naja, aber das passt ja eigentlich. Der ist ja am Rand der Brücke so dran. Ja. Und nicht direkt in der Brücke. Ja, das wäre ja doof, wenn er direkt in der Brücke wäre. Ja. Wie es aber genau aufpasst, passt halt mit deinem Haus, ne? Ja. Der war früher viel einfacher zu bekommen, der Stein. Der Bosse Dungeon, da konnte man ja einfach währenddessen abbauen, nur der Bossraum war nicht zerstörbar. Fand ich auch irgendwie angenehmer. Ich finde diesen Dungeon-Zwang total schrecklich eigentlich. Ja. Besser für, vielleicht für, naja, nicht mal für größere Server, keine Ahnung, warum sie das gemacht haben eigentlich. Ich würde sagen, ich spiele einfach den alten Ether, aber der alte Ether geht ja gar nicht zu zweit. Das stimmt. Von den alten, soweit wie es jetzt ist, besser. Und ja, der Turm wird recht gerade. So, was habe ich hier? Gott sei Dank habe ich mir so viele Stacks gegeben, ich wäre ja nie hier hochgekommen. Ja, schneller weg als heiße Brötchen. Haha. So. Boah, teilt jemand meinen Fetisch, dass ich liebe frisches Brot. Was? Frisches Brot kann
Alles. Kann ich alles? Ja, nein, kann alles. Kann die Welt retten, kann AIDS retten, klar. Ja. Nein. Frisches Brot, das ist das Einzige, was ich auch gerne ohne irgendwas dazu esse. Wenn das Brot frisch ist, schmeckt es so geil, dass ich nicht mal was dazu brauche. Kein Aufstrich, kein gar nichts. Kann gar nichts. Ich kann das Brot einfach dann roh essen. Weil das so geil schmeckt. Hast du jemals frisches Brot gegessen? Ja, aber nicht, wir haben hier nicht mehr so viel Brot. Wir ernähren uns nur von Brötchen. Boah. Kleinbroten, aber das stimmt, das ist wirklich ziemlich. Oh Gott! Zombie! Ja? Alter, was war das? Was war was? Du stehst da auf der Lightstone-Lampe und Alter! atmest. Da kam gerade so ein ultralautes Geräusch bei dir. Okay. Okay, das war gruselig. Ich habe nichts gemacht, tut mir leid. Ich wollte euch keine Angst machen, liebe Zuschauer. Alter. Okay, bin ich aber gespannt. Ja. Hier ist Alter. eigentlich alles okay, aber vom Mikro her und so. Aber gut. Okay, das war so ein komisches Rauschen, keine Ahnung. Ist aber wieder weg. Ja, das war nur ganz kurz da. Oh. Die Technik. Die Jugend. So. Oh Gott. Was los? Ah, okay. Du hast dich nicht gemutet, Schlingel. Ach, Scheiße. Aber jetzt wissen wir, woraus die Kommentare bestehen in der Folge. Gesundheit! Ah Gott. I. Meint ja, ich habe nicht so viel mit Heuschnupfen zu kämpfen. Das kommt jetzt. Okay. Ja. Oh Gott, nein. Der Heuschnupfen 01. Tut mir leid wegen dem lauten Mikrofongeräusch. Schlingel hat sich genauso erschrocken wie ihr. Euch erschrecken werdet. Na, jetzt geht's nicht, hast du das? Noch eins höher. So. Geil. Ja, da bin ich mal ja wirklich gespannt, ob man das hört. Oh Gott. Na, ich hoffe nicht. Ich will nicht meine Zuhörer hier verstören. Taub machen. Okay, wie machen wir das? Machen wir einfach ein Holzdach? Ja. Oh Gott. Das wird schon passen. Sind das zwei oder drei Kästchen, die sie haben? Drei. Okay, drei wollte ich haben. So, was sind das für Bäume? Dark Blue Sky Root. Dark Blue? Was sind denn Dark Blue? Sind das diese komischen Tannenbäume da? Ja, ich glaube. Brauchen wir die? Ich glaube nicht. Nee, nicht unbedingt. Schlingel, hast du weiße Wolken dabei? Ja, nö, aber kann ich holen. Oh, Mann. Essen. Wäre Premium, wenn du. Was? Ich versuche hier gerade auf dem Rutschsand rumzulaufen. Erfolglos. Nein, 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 nein. Stopp. So, wo sollen die Wolken hin? Moment, unten im Turm rein. Unten im Turm rein, okay, warte. So. Nehmen wir einfach den da, oder was nehmen wir denn da als zwischen? Wir haben mit Dirt gearbeitet, aber ich habe kein Dirt mehr. Ach, dann nehmen wir Turmstein, komm. So. Hallo. Cool. Ich habe noch eine blaue Wolke. Die hätte ich auch mitbringen können. Ah, okay. Wow. Oh. Muss doch aussteigen. Ja, da bin ich. Oh. Ich habe jetzt hier das Zwischenstück so gemacht. Oh Gott. Tschüss. Hallo. Oh Gott. Kann man ja anhalten zwischendrin? Ducken. Ja, kommt drauf an, ob man es von der anderen Seite auch mit Ducken schafft. Ja gut, das weiß ich nicht. Nein, man rutscht einfach drüber. Das stimmt.
Aber ducken ist lustig. Aua, aua, aua. Nein, doch nicht so lustig, oh Gott. Aber ducken ist lustig. Hab ich eine Idee. So. Oha. Brauche noch ein paar von den bunten Wolken. Alter. Den tötet mich gleich. Ja, es greift mich auch gerade durch die Wand hindurch an. So, und dann kommt da nochmal dorthin. Fuck you. Nein. So. Oh, jetzt brecht die Spitzhacke genau hier. Ach, ich habe noch eine zweite, Gott sei Dank. Wollte mich gerade schon aufregen. So, sind die Fenster circa mittig? Oder ein bisschen zu tief noch? Bin zu tief. So? Ja, das kommt hin. Okay, dann hau ich die da so auf alle vier Ebenen rein. Sieht aber sehr trostlos aus. War besser schon mal als ohne die Fenster. Machen wir so noch. Ja. Yep. Oh, das sieht cool aus. Oh. Punzel. Ich lasse meinen Cock herunter. Oh Gott, okay. Ich meine meinen Huhn natürlich, ne? Ja. Nicht das, was du meinst. Dein Koch. Ja, genau. Ja. Ah, so. Beautiful. Ach, Moment. Dings kann ich noch holen hier, Ambrosium. So, und da auch noch auf die Rückseite hau ich mal keine Lampen dran, das sieht doch eh keiner. Ich hab genau zwei Stück. Verdammt, dann mach ich's ihm doch. So, und den Dirt müssen wir mit der Hand wegschlagen, weil ich keine Schaufel mehr hab. Ich hab Schaufeln. Na, bis du da bist, hab ich schon alles abgebaut. Okay. Vielleicht sollten wir noch irgendwas mit irgendwas das Fenster ausstopfen, nicht dass dann irgendwer aus Versehen noch aus dem Fenster rausspringt. Ach, klappt. WTF. Die kommen ganz recht gut hoch. So, und wenn ich dann hier rüber will, laufe ich einfach da. Schafft man das mit einem feldbreiten Weg, dass man einfach dran vorbeirennt? Ja. Wenn ich anhalten will, mache ich einfach so. Gut. Funst alles. Waschbombe. Da pflanzt er fleißig die Bäume an. Ja. So. Fertig. Ach, da schießt was nach dir. Ja. War ganz peilig auf dich. Guck mal, wie die alle unten im Zaun stecken, WTF. Wo schießt du die Pfeile raus? Keine Ahnung, was sein. Oh Gott. Ich will's gar nicht wissen. Ich will jetzt erstmal wieder in die Vibrationsbox. Oh. Hallo? Ah. Oh Gott. Okay. So, erstmal wieder raus hier. Sollten vielleicht unser Tal von innen noch so an ein paar Zentimetern verschönern. Ich so das da gerade sehe. Da zum Beispiel mein Haus. Ach nee, lassen wir es so talmäßig. Aber das Gras hier.
Das ist böse. So. Wo habe ich denn Steine drin gemacht hier? Ach, da. Den Stein hier wechsle ich noch mit Dirt aus. Damit es wenigstens ein bisschen hier. Oh, Zanit. Eine Zanitader. Okay. Zwei Zanit. Wow. Reich. Hashtag ja. Reich. Hashtag Reich, ja. Hashtag Reis. Stickesse. Was habe ich denn hier? Habe ich Essen mitgenommen? Doch, habe ich, klar. Erstmal was essen. So. Erstmal langsam sein. Erstmal wundern, warum der Regenerationsstein schon wieder aus dem Inventar rausgeflogen ist. Erstmal Schlingels Dach fertig bauen. Alter. Ich hab ein Ei. Ich baue dein Dach fertig. Wo ist die Eierbox? Jetzt bräuchtest du noch ein paar von den Leuchtsteinen, ne? Sonst ergibt dein Dach keinen Sinn. Ja, das ist sowieso. Ich hab noch 24 von den Leuchtsteinen. Aus dem Dungeon vom letzten Mal. Kann ich dir geben, hier. Hörst du raus. Yes. Dann baue ich das mal fertig. Und dann ist mein Haus nicht wunderschön. Es ist das schönste Haus, das ich je gesehen habe. Danke. Dafür musste ich nur lügen. Okay. Ich hab halt ein Talent. Ich nicht. Ich baue nur hässliche Häuser. Ja. So. Schön hässlich. So, so und da. Ja. Cool. Das Premium. Willst du nicht vielleicht noch die Reihe hier aus dem Stein machen? Dass es sich so runterzieht? Hatte ich auch gerade gesehen. Ach ja, Spitzhacke habe ich ja. Da war ja was. Wie du so machst. Oh, ja, auf aber der anderen Seite geht's nicht. Nicht? Naja, stimmt. So, cool. Hip, hip. Hurra. Haben wir noch ein paar Verschönerungen rangebaut. Yay. So, wie sieht denn das aus? Jetzt könnt ihr gerne mal in dem Part in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendwas Besonderes sehen wollt. Im Äther. Mit Peter? Nee, eigentlich ohne Peter. Ohne Peter. Ach Gott, Peter. Okay, das will ja nochmal unbedingt dabei sein. Den können, dann kann er sich wenigstens mal so, boah, habt ihr viel erreicht, während ich weg war. Das mäßig ja. So wundern. Wir haben hier voll das riesige Feld haben. Ja, echt und mal. Und Turm und alles. Und? Und der Turm ist doch nicht gecheatet. Nee. Alles mit unserem Blut und Schweiß errichtet. Ja. Sonst hält's ja nicht zusammen, wa? So. Richtig. Naja. Hast du noch irgendwas Großartiges? Also wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen durch die Landschaft gurken und diese orangen Steine sammeln, das weiß ich. Yes, ja, da findet man ja auch noch Sachen. Ja eben. Dann können wir ja vielleicht so die Phoenix Armor zusammenkriegen und die dann zu Obsidian Armor machen und dann unbesiegbar sein. Und dann machen wir die Dungeon noch einfacher. Einfacher. Ich hab hier noch deine aufteilen. Deine Werkbank da hast du. Gut, dann würde ich sagen, aber wir sehen uns nächstes Mal beim Eno wieder. Wir schauen mal, was wir machen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, finde ich auch. Wir sind Spanner. Was? Was? Oh Gott, er hat uns gesehen.